Und weiter geht's mit This Means War. Als erstes sammeln wir unser Zeug hier ein. Yeah, jetzt haben wir schon gut gespart. Jetzt können wir auch einfach mal in unseren Shop hier gehen auf Gebäude. Nee, nicht auf Gebäude, sorry, auf Verteidigung. Hier können wir eine Raketenbatterie hinklatschen. Ja, die wäre ja nicht so schlecht. Die können wir nicht bauen. Wir gehen mal auf Ressourcen. Können wir hier irgendwas anständig bauen? Nee, können wir nicht. Gehen wir auf Gebäude nochmal. Ah, hier die Forschungseinrichtung. Da würde ich sagen, die klatschen wir hier einfach mal hin. Jo, hier steht sie ganz gut. Zack. Die dauert eine halbe Stunde. Außerdem wollte ich euch mal zeigen, wie ich jetzt was aufgebaut habe. Also mein Vorratslager ist auf Stufe 1. Das können wir eigentlich... Wir gucken erstmal durch. Dann mein Vorratslager ist auf Stufe 4. Meine Vorratssammelstelle auf Stufe 2. Die zweite Sammelstelle auf Stufe 3. Und die dritte Sammelstelle auch auf Stufe 3. Dann haben wir hier ein Infanterie... Ein Infanteriebunker, sorry, der ist auf Stufe 1. Dann ein Rot-Quecksilberlager auf Stufe 4. Oh, das lassen wir gleich mal da stehen. Hier haben wir das gleiche nochmal auf Level 3. Unsere Kommandozentrale ist auf Level 3 oder auf Stufe 3. Da brauchen wir 75.000 von den Rot-Quecksilber, dass wir das aufbauen können. Dann haben wir hier einen Fahrzeugbunker, der ist auf Stufe 1, der kostet 10.000, um den zu pimpen. Dann haben wir hier die Rot-Quecksilber-Sammler auf Stufe 4, der auf Stufe 4 und der auf Stufe 5. Dann haben wir eine Waffenfabrik auf Stufe 1 und eine Kaserne auf Stufe 2. Hier bauen wir gerade unsere Forschungseinrichtung. Dann haben wir... Hier noch so ein Wachturm auf Stufe 1 und hier auch nochmal. Wir können jetzt noch gucken, was wir aufbauen können. Da gucken wir einfach mal durch, was sinnvoll wäre. Also wir haben hier 13.000 von dem blauen. Hier von dem Zeug. Da gucken wir mal. Ah, da könnten wir das hier aufbauen. Die Quecksilber, Rot-Quecksilber-Lager. Das bauen wir gleich mal auf. Das dauert 2 Stunden, naja, scheiß drauf. Das machen wir einfach mal. Gut, dann nehmen wir mal hierauf auf unsere Ziele. Wir haben ein paar Ziele erfolgreich erledigt. Bau Vorratssammelstellen. Yeah, das sammeln wir ein. Dann verbessere dein Vorratslager, haben wir auch gemacht. Sammeln wir auch gleich ein. Verbessere ein Militärlager, haben wir auch gemacht. Baue eine Waffenfabrik, das haben wir auch schon fertig. Rot-Quecksilber-Lager verbessern, das haben wir auch gemacht. Auftanken, das haben wir auch schon gemacht. Baue einen Fahrzeugbunker, den haben wir auch gebaut, das sammeln wir auch ein. Gut, dann haben wir hier jetzt noch ein paar Ziele, die wir verfolgen müssen. Ah ja, könnt ihr selber mal durchgucken. Außerdem haben wir hier unten noch unser Militärlager Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Eins ist auf Stufe 2, die anderen beiden auf Stufe 1. Dann können wir hierauf gehen, gehen mal auf Angriff. Dann könnten wir hier eine Barrikade, aber ich glaube dafür, also hier könnt ihr kämpfen, aber dafür habe ich glaube nicht genug Militär, das müssten wir noch bauen. Da können wir einfach mal gucken, was wir hier so hinbauen können. Ja, hier vom Baum ein paar. So, 3800 haben wir. Wir gehen mal nochmal raus kurz. Ich gehe mal hier lieber rauf. Können wir hier ein paar Panzer bauen. Gut, okay. Jetzt bauen wir los. Wie blöd. Dauert jetzt eine Weile. Gut, soweit habt ihr erstmal einen Überblick, wie weit ich hier bin. Ah, ich finde, so habe ich mich schon ganz gut verbreitet. Sieht schon cool aus. Also euch kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, das Spiel mal anzuzocken. Vielleicht auch länger, für längere Zeit. Also mir gefällt es, mir macht Spaß. Grafisch finde ich es auch ganz nett. Also allem in allem ist es echt ein cooles Spiel auf jeden Fall. Ich habe noch 19 Stunden
Zeit, weil da darf mich keiner angreifen. Da muss ich so mich so weit ausbauen wie möglich und dann jetzt erst richtig los. Gut, den Angriff, wie gesagt, da brauchen wir erstmal ein paar Truppenteile. Hier könnt ihr auch immer einsammeln, wenn er hier rechts draufklickt. Genauso wie hier. Hier unten seht ihr. Gut, dann sind wir soweit erstmal durch. Das Einzige, was ich euch vielleicht noch sagen könnte, hier, also unser Lager, unser Vorratslager von dem Quecksilber hat 54.000 Kapazität und das Lager von dem blauen Zeug hier hat 42.000 Kapazität. Gut, soweit wisst ihr erstmal Bescheid. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Wenn ja, dann abonniert mich, teilt und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut.